Der Kraftraum in der Erste Bank Arena. Hier arbeitet Raphael Rotter fieberhaft an seinem Comeback. Endlich. Das waren, glaube ich, die toughsten 9 Wochen, glaube ich, die ich jemals erlebt habe für mich. Also mental vor allem. Für jemanden, glaube ich, der gern Sport macht oder sich sehr gern bewegt und vor allem auch ein Profisportler ist, sind 9 Wochen komplette Ruhigstellung, wo man halt nicht schwitzen darf. Killer. Bereits seit Mitte August ist der 32-Jährige nur stiller Beobachter. Nun ist seit knapp 2 Wochen der Gips ab und Rotter voller Tatendrang. Dennoch ist dieses Mal Geduld und Vorsicht gefragt. Du lernst das einfach auch mit dem Alter dann dazu, dass eben die Genesung und dass man fit ist, dass das eben das A und O ist, glaube ich. Natürlich, wenn man jünger ist, will man immer aufs Eis, will man immer spielen. Das ist, glaube ich, auch gut so, aber man braucht da wirklich auch Leute, die dir sagen, hey, nimm dich ein bisschen zurück, warte ein bisschen, geh auf Nummer sicher, weil deine Karriere sollte doch lang sein. Trotz Schmerzen am ledierten Knöchel wagt sich der Wiener vergangene Saison im Playoff-Halbfinale im Spiel 7 zurück in den Ring. Erzielt in der späteren Finalserie gegen den KAC sogar 2 Tore. Rotter eben. Die Doktoren und auch der Verein hat mir die Option gegeben, also ich hätte auch nicht spielen müssen. Aber das ist von mir ausgegangen, dass ich unbedingt spielen wollte. War natürlich nicht einmal annähernd fit mit meinem Bein, körperlich schon, aber mein Bein hat halt nicht mitgespielt. Aber ich hätte mir dann nie verzeihen können, wenn wir der Meister geworden wären, dass ich da nicht mitwirke. Aber jetzt ist der Blick des ehemaligen MVPs wieder voll nach vorne gerichtet. Denn es gibt einiges aufzuholen. Wir wissen alle, wie wichtig die Playoffs sind und vor allem die Zwischenrunde auch. Und dass es jetzt, geht es natürlich auch um was, das wissen wir alle. Du bekommst die ganze Ausdauer natürlich jetzt auch zugute geschrieben, die du dann in der Zwischenrunde und auch im Playoff dann aufs Eis bringen kannst. Und das wird mir eigentlich fehlen, dass das mich am meisten irgendwie belastet. In seinen bisherigen 11 Capitals-Saisonen konnte der charismatische Sechser erst einmal den Titel nach Wien holen. Eine Bilanz, die sich in den nächsten Jahren noch ändern soll. Am besten schon heuer. Also noch einmal so eine Fete zu feiern, wäre ein cooles Erlebnis und auf jeden Fall vielleicht auch ein guter Abschluss für meine Karriere. Aber ich halte mir da alles offen. Also ich bin jetzt sehr froh in Wien, habe nächstes Jahr noch ein Jahr Vertrag. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich natürlich noch sehr lange spielen kann. Und der Spaß folgt da immer Nummer 1, immer an erster Stelle steht, weil wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich sofort meine Eislaufschuhe aufhängen. Genau.